Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen verzweifelten Runde 60 Bar Sex. Wir haben, ehrlich gesagt, sind wir ziemlich am Arsch. Wir haben nichts. Wir haben kaum noch Essen, so gut wie es am Anfang lief, umso schrecklicher ist es jetzt, weil Emmett gestorben ist. Und Emmett kommen wir halt an keine Ressourcen ran. Wir können das Expeditionsding halt nicht nutzen, weil wir keine Leute haben. Aber gucken wir erstmal, was mit unserer Drohung passiert ist. Gestern hast du dich mit einer Gruppe anderer Überlebenden besprochen. Du hast es geschafft, sie einzuschüchtern, weil du ihnen mit Nachdruck erklärt hast, warum sie dich ernst nehmen sollten. Die gute Nachricht ist, dass es zu funktionieren scheint. Jetzt wissen sie, dass mit dir nicht zu scherzen ist. Die Kehrseite ist, dass du dich so sehr darauf konzentriert hast, Drohungen auszusprechen, dass du nichts über die Gruppe herausgefunden hast. Du könntest lediglich erfahren, dass sie auch auf diesem Planeten feststecken und nach einem Weg suchen, um von hier zu verschwinden. Okay, es hat funktioniert. Wieso stand da, ich bin hungrig? Achso, ich bin nicht mehr hungrig, okay. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter und wir werden das Schild verstärken, um dieses Gewitter zu überstehen. Die Frage ist, wann werden wir sterben? Treffen mit den Edgars, Errungenschaft freigeschaltet. Du hast die Wetterüberwachungssysteme auf Batteriebetrieb laufen lassen. Das Gewitter ist in Richtung Süden gezogen und du bist vom Schlimmsten verschont worden. Und die Edgars sind wieder da. Guck mal, kann ich sie jetzt losschicken? Oh. Captain, die Familie intelligenter Schaben, die du verschont hast, haben sich hier im Shuttle häuslich niedergelassen. Die Edgars renovieren gerade ihr Nest und legen einen weißen Lattenzaun um ihr Grundstück. Ausgestattet mit einem kleinen Briefkasten in Form einer Mini-Atombombe. Was? Der ganze Baulärm raubt dir den Schlaf. Die Edgars haben vielleicht Verständnis, wenn du sie höflich darum bittest, sich etwas ruhiger zu verhalten. Es ist nie gut, wenn es böses Blut zwischen Nachbarn gibt. Willst du mit ihnen reden? Nein. Das ist das, was ich tun würde. Ich würde es einfach ausstehen. Ich würde warten. Irgendwann würde es ja aufhören, weil sie dann fertig sind, ne? Oh, die Edgars sind weg. Du hast die Edgars nicht wegen des Lärms zur Rede gestellt. Den ihre andauernden Renovierungsarbeiten verursachten. Edie Edgar, das Oberhaupt der Familie, hat deine feindseligen Blicke durch das Eingangsloch bemerkt und schnaubte überheblich, bevor er sich wieder seiner Zeitung zuwandte. Oh Gott. Ich habe mir keine Freunde geschaffen. Wie sieht's aus mit Hunger? Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Anspannung. Empfohlene Maßnahme, schmeiß eine epische Party. Ich nahm mir die Freiheit, mich selbst einzuladen. Wie wär's, wenn wir jemanden neuen einladen? Hm, Captain, jemanden, den du nicht kennst. Ich glaube, die Socke brauche ich eher als die Maske. Dass wir noch leben. Das ist echt. Oh, okay, die Maske hat überlebt. Okay, das heißt, das nächste Mal präferieren wir immer die Maske. Die Party war ein Erfolg, Captain. Ich fand es großartig, wie du die Maske vor dich gehalten hast und so getan hast, als wäre sie ein Mensch. Offenbar einer namens Dolores. Easter Egg. Und wer hat das Wettstarren nochmal gewonnen? So oder so war die Party mit der Maske ein Erfolg. Du fühlst dich jetzt viel besser, sogar geistig gesünder. Wer hätte das gedacht? Ist Dolores vielleicht meine Mutter? Und ich bin der kleine, rote... Das kann sein. Nee, der hieß irgendwie anders, ne? Moment, das wird erstmal gegoogelt. 60 Seconds. Schaß. Charaktere. Timmy, der hieß Timmy. Aber der hatte auch rote Haare. Was sagt denn Wikipedia zu Baby Bronco? Nein, ich will mich nicht spoilern lassen. Da waren nämlich Informationen, wie man ihn gebrauchen könnte. Na gut. Werd langsam hungrig, ja, dann ziehen wir uns halt eine Suppe rein. Scheiße.
Captain, wir haben eine Nachricht von der Gruppe der Überlebenden erhalten, die irgendwo auf diesem Planeten gestrandet sind. Sie möchten sich persönlich mit dir treffen, um zu sehen, ob sie dir vertrauen können. Eine interessante Entwicklung. Bist du bereit, alles zu riskieren, um das Schiff zu verlassen, um dich mit den anderen Überlebenden zu treffen? Ja, definitiv. Weil wir wissen, dass das Häftlinge sind, die auch raus möchten, ne? Und dass das gute Leute sind. Glaube ich. Willkommen zu Hause, Captain. Ich bin froh, dass du sicher von deinem Treffen mit den anderen Überlebenden zurückgekehrt bist. Was hast du herausgefunden? Nun, dann fassen wir mal zusammen. Es hat sich herausgestellt, dass die anderen Überlebenden in Wirklichkeit Gefangene von einem verunglückten Gefangenenschiff sind. Viele von ihnen haben schwere Verbrechen begangen, aber sie scheinen genauso entschlossen wie du zu sein, diesen Planeten so schnell wie möglich zu verlassen. Das könnte sie zu guten Verbündeten machen, sofern du verurteilten Schwerverbrechern trauen willst. Okay. Gasmaske. Ha! Zum Glück habe ich sie noch. Man versucht uns zu kontaktieren, Captain. Das Signal ist sehr wirr und schwer zu entschlüsseln, aber ich glaube, dass ich ein Bruchstück davon zu fassen bekommen habe. Es handelt sich um eine sich wiederholende Nachricht, die etwa so klingt. Kuh mag, wir mag, kein Kuh, kein mag. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wenn das eine Art Rätsel ist, dann ist für dessen Lösung mehr unkonventionelles Denken vonnöten, als mir einprogrammiert wurde. Sollen wir hinsichtlich der Botschaft etwas unternehmen? Ja klar, wieso nicht? Weil wir wissen, dass das zur Main Story anscheinend gehört, weil erst danach kommen die Gefangenen und machen weiter. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, das letzte Mal. Die unheimliche Botschaft, die wir über unsere Kommunikation bekommen haben und in der es uns um jemanden ging, der Kühe wirklich gern mag, hat dich auf eine Idee gebracht. Du hast dir die Maske aus unserem Bestand genommen und sie dir auf den Kopf gesetzt. Bist dann auf alle Viere gegangen und hast angefangen zu muhen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das nötig war, Captain, aber wir halten keine Nachrichten mehr. Ansonsten ist allerdings nichts Erwähnenswertes passiert, also war es am Ende vielleicht nur ein Streich auf deine Kosten. Geil. Schnelligkeit? Dieser Planet besitzt Skulpturen einer kuhähnlichen Gottheit im Überfluss. Die Schnitzereien auf einem Denkmal in der Nähe stellen einige heilige Rituale dar. Die Einheimischen haben bei einem Ritual zugesehen, bei dem hoffnungsvolle Gläubige die Gottheit mit ihrer Gewandtheit überzeugten und dafür mit Wohltaten gesegnet wurden. Probier es aus, Captain, für die Wissenschaft. Ja, ich habe nur diese eine Möglichkeit. Essen? Essen? Gib mir Essen. Ich bin wie Mr. Flauschig jetzt. Essen, Essen, Essen. Ich brauche nur zwei Suppendosen. Bitte. Zwei Suppendosen. Ich habe nicht eine bekommen. Aha. Du hast einen heiligen Tanz dargeboten, um die Kuhgottheit zu beeindrucken. Aber es ist nicht gerade gut gelaufen. Ich dachte, dass deine Körperkoordination etwas besser wäre, Captain. Du bist gegangen, nachdem nichts passiert ist. Auf dem Rückweg zum Schiff hast du immer wieder denselben derben Witz über Kuhfladen wiederholt. Es ist nicht so lustig, wie du denkst. Wir warten noch einen Tag, bevor wir ihm Essen geben. Gestern habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Warum tut nichts zur Sache? Aber pass auf, ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Oh ja, das ging mit der Schaufel und da war Essen drin. Bitte, 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 Essen. Oh, das wäre so toll. Oh, das wäre so gut. Bitte essen. Ja! Ist zwar nur eine Suppendose, aber egal. Wir haben die Schaufel benutzt, um den Hebel zu machen. Es nähert sich ein Alienschiff. Das Schiff spielt zu ihrer Musik passenden Lichtschwab. Es ist die Tanzlords. Okay. Die Tanzlords wollen tanzen. Wir haben das noch nie geschafft. Wir versuchen es mit Stärke. Und ich bin hungrig. Es wird schon werden. Wir haben schon echt lange überlebt. Oh, nur mit einer Person. Vielleicht schaffen wir es ja. Wenn wir jetzt irgendwas bekommen. Du hast die Herausforderung der Tanzlords angenommen, hast jedoch verloren. Ah, schon wieder nicht geschafft, ey. Wann schaffen wir das denn mal? Die Gefangenen, vielleicht sind wir zu wenig Leute dafür. Die Gefangenen haben uns wieder kontaktiert, Captain. Es scheint, als hätten sie einen Plan entwickelt, der für beide Parteien von Vorteil sein könnte. Sie wollen deine Hilfe bei der Reparatur ihres riesigen Schiffes. Im Gegenzug bieten sie dir an, den Planeten mit ihnen zu verlassen, wenn sie es schaffen, das Schiff vom Boden abzuheben zu lassen. Du könntest definitiv eine Mitfahrgelegenheit von diesem kargen Felsen gebrauchen. Wirst du den Gefangenen vertrauen und ihnen versprechen, bei der Reparatur ihres Schiffes Hilfe zu leisten? Das letzte Mal habe ich Nein gesagt und einen Krieg angefangen. Dieses Mal sagen wir ja, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen hier langsam verschwinden. Also wirklich, langsam. Tag 44.
noch kein Ende. Die Entscheidung steht, Captain. Du und die Gefangenen werden zusammenarbeiten, um das Gefangenenschiff zu reparieren und gemeinsam von diesem Planeten zu verschwinden. Jemand aus ihrer Gruppe wird sich in Kürze mit dir in Verbindung setzen, um dich wissen zu lassen, was sie benötigen. Du solltest das besser ernst nehmen, Captain. Wenn du deine Arbeit gut machst, sind wir vielleicht schneller auf dem Heilweg, als du denkst. Ich brauche noch ein, zwei Suppen. Ein, zwei Suppen, Leute. Ich erfasse eine enorme Energiequelle unter der Oberfläche. Seismische Wellen. Ich denke, es steht ein Erdbeben bevor. Das Shuttle ist robust, doch der Boden ist es nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Erde bei einem Erdbeben verflüssigt. Wollen wir also zur Seite ausweichen oder nicht? Da es immer funktioniert hat, machen wir es. Es hat noch nie nicht funktioniert. Wieso sollte es jetzt nicht funktionieren? Ganz ehrlich, natürlich funktioniert das. Siehst du? Du hast die Schubdüsen des Shuttles verwendet, um auf ein besseres Stück Boden zu gleiten. Wir landeten genau am Rand eines felsigen Bodens. Nice. Bin schon wieder hungrig. Was recyceln wir? Ich glaube, brauchen wir die Waffe? Nee, recyceln wir die Weste. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Unglaublich, Captain Bronco. Ganz in der Nähe liegt eine Astrobürger-Notfallkiste. Ich habe es soeben überprüft. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns das passiert, ist verschwindend gering. Wir haben es noch nie geschafft. Leider ist sie leer. Das ist die Spritzengeschichte. Ja, dann buffen wir uns ein bisschen, aber trotzdem. Ich habe gehofft, Essen zu finden. Essen ist das, was wir nämlich brauchen. Scheiße, Mann. Ich habe mich durch die Computerakten aus den örtlichen Ruinen gelesen. Egal welches Schicksal das antike Volk dieser Welt auch ereilt hat, zeitweise litten sie unter einer schweren Hungersnot. Ich bin auf Bilder von weitläufigen, überkuppelten Städten gestoßen und habe außerdem schematische Darstellungen eines nahrungslosen Regenerationsgeräts gefunden, dem NR-Tron. Möchtest du ihn bauen? Kann ich nicht, ich bin viel zu dumm. Von daher habe ich jetzt einfach mal Schnelligkeit genommen, weil die Intelligenz brauche ich gar nicht nehmen. Ich bin der Einzige hier im Raumschiff und kann nichts. Du hast dich nicht an die Pläne zum Nachbau des NR-Tron gehalten und dich stattdessen entschieden, spontan ein paar Verbesserungen vorzunehmen. Als du in den NR-Tron hineingegangen bist, hat es kurz gefunkt und dann ist er ausgefallen. Aber du fühlst dich wirklich erholt, ohne etwas gegessen zu haben. Hunger hast du allerdings trotzdem. Schade. Neuigkeiten von den Gefangenen, Captain. Die Reparatur an ihrem Schiff laufen reibungslos, aber sie brauchen eine Batterie, um weiter voranzukommen. Es wäre weise, ihnen zu helfen. Auf jeden Fall. Ich hab alles, was sie brauchen. Bis auf eine Schutzweste. Ja, die brauchen die nicht. Hoffentlich. Ah, gut. Gestern hast du den Gefangenen eine Ersatzbatterie zur Verfügung gestellt, die es ihnen ermöglicht, eine weitere Phase der Reparatur ihres Schiffes abzuschließen. Ich bin sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis du dich den Gefangenen auf ihrem Schiff anschließt und diesen Planeten für immer verlassen wirst. Hilf ihnen einfach einige weitere Male und dieser Albtraum könnte endlich vorbei sein. Einige weitere Male? Ich kann nicht so lange überleben. Ich habe eine verdammte Suppe und bin hungrig. Gasmaske. Okay. Nein, zurück. Wir machen das nicht mit der Gasmaske. Nee, Klebeband ist wichtig. Ihr Feuerzeug. Das Shuttle ist in Gefahr. Wir befinden uns in der Flugbahn eines bösartigen Sturms. Den überleben wir natürlich mit der Gasmaske. Komm. Ich muss meine Sachen auseinanderbauen. Das ist so schrecklich. Aber ich habe die Hoffnung zu überleben. Ah. Das war knapp. Zum Glück hattest du die richtige Ausrüstung, ja. Super. Okay, zum Glück habe ich das Klebeband behalten. Captain, wir haben einen plötzlichen Energieabfall in unseren Sekundärsystemen zu verzeichnen. Ich habe die Quelle zurückverfolgt. Es ist schon wieder diese Schabenfamilie, die Edgars. Sie haben eine Möglichkeit gefunden, unseren Strom umzuleiten. Der abgezapfte Strom wird für die Versorgung von Erna Edgars neuem Frisierspiegel verwendet, den ihr liebender Gatte Edgar gebastelt hat. Wie willst du damit umgehen? Gar nicht. Ich finde die Edgars nämlich nett.
Und die Edgars sollen überleben. Mein Ohr tut langsam weh. Von den Kopfhörern. Ich trage die schon den ganzen Tag. Okay. Wir tun nichts, weil die Edgars eine gute Familie sind. Ich mag sie. Sie haben mir eine Waffe geschenkt, die ich übrigens gleich auseinanderbauen werde. Du hast die Edgars nicht darauf angesprochen, dass sie den Strom des Shuttles umleiten, um ihre verschiedenen Projekte in ihrem Nest zu beleuchten. Stattdessen hast du gewartet, bis Edgar in Hörweite war und hast dich lautstark darüber ausgelassen, wie unhöflich es doch ist, wenn Leute Dinge nehmen, die ihnen nicht gehören. Der stressige, passiv-aggressive Krieg zwischen dir und deinen neuen intelligenten Schabennachbarn hat sich verschlimmert. Scheiße! Oh, nein, ich mag doch die Edgars. Ich will doch freundlich sein zu denen. Ich versuche einfach nur freundlich zu denen zu sein, weißt du? Die heftigen Unwetter dieses Planeten sind ein ganz schön bemerkenswerter Anblick, findest du nicht, Captain? Laut meinen Messewerten ist ein besonders starkes gerade auf dem Weg hierher. Ich gehe davon aus, dass wir ganz schön durchgerüttelt werden. Dürfte ich einige Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen? Wir sollten keine Probleme bekommen, aber das Shuttle könnte unsere Vorräte beschädigen, wenn wir etwas hätten, mit dem wir sie abstützen könnten. Könnte das vielleicht helfen? Hast du eine Idee? Ja, mit der Schaufel. Wir haben echt ein Problem, Leute. Ey, wir haben echt Probleme hier gerade. Wir nagen hier am Hungertod. Ich habe eine Suppe geschenkt bekommen. Das sind nochmal 3 weitere Tage überleben. Woo! Die Schaufel war auf jeden Fall nützlich, als das Unwetter über uns hinweggezogen ist, Captain. Du hast sie verwendet, um die Vorräte abzustützen. Das Shuttle wurde zwar durchgeschüttelt, aber außer ein bisschen Gewackel ist unseren Vorräten nichts passiert. Ein lauter Knall hat uns ganz schön erschreckt, aber als das Unwetter nachgelassen hat, haben wir uns nach draußen umgesehen und eine Suppendose gefunden. Wie eigenartig, Captain. Ja, Suppendose. Nice, nice, nice. Und ich bin nicht mal hungrig. Die Gefangenen sind wieder in der Leitung. Sie sind immer noch mit der Reparatur ihres Schiffes beschäftigt. Und brauchen dringend Kleber. Vergiss nicht, dass ihr Schiff das einzige Ticket... Oh. Das nächste Mal greife ich sie wieder an. So eine Scheiße. Ach Gott. Minus Klebeband. Oh, das Klebeband. Die wollen das echt das Klebeband haben. Ich drehe durch. Ich habe noch das Telefon. Captain, meine Kalkulation zufolge wird ein relativ harmloser Sandsturm in ein paar Stunden durch das Gebiet ziehen. Es wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, um ein paar Dinge zu lernen, wenn wir die richtigen Werkzeuge einsetzen. Wenn du einen Blick auf unseren Bestand wirfst, dann findest du vielleicht etwas, das wir bei diesem Ereignis gebrauchen könnten. Falls wir schon nichts über den Sandsturm lernen können, dann sollten wir wenigstens das Shuttle sichern, oder? Ja, mit dem Kommunikator? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht's aus mit meinem Hunger? Das wird nicht leicht hier noch. Oh Gott. Geht das langsam hier voran? Ich bin hier am Verzweifeln. Ich hab noch eine Suppe jetzt. Oh. Als sich der Sandsturm den Shuttle genähert hat, hast du den Kommunikator in die Hand genommen und diese Gelegenheit zu nutzen, um mehr über die merkwürdigen Übertragungen zu erfahren, die nach solchen Wetterereignissen auftauchen. Ah, danach kommen immer die Übertragungen. Die Zeit, die du damit verbracht hast, das unheimliche Geflüster und die komischen Rätsel in den Ätherwellen zu entschlüsseln, hat dich geistige Klarheit gekostet. Du hast ein paar Dinge gelernt, aber auch einen Preis für deine Neugierde bezahlt. Ja gut, dass ich dümmer geworden bin, ist jetzt nicht so schlimm. Ein schwebender, mehrfarbiger Würfel ist außerhalb des Shuttles erschienen. Er befindet sich ungefähr auf Kopfhöhe und enthält viele sich bewegende Teile. Auf einen Gruß hat er nicht reagiert und auch als ich Essen angeboten habe, wurde ich ignoriert. Captain, ich glaube, dass ein Rätsel ist. Du kannst es lösen, indem du die Teile so bewegst, dass jede Seite des Würfels die richtige Farbe zeigt. Ich weiß allerdings nicht, um was für einen Einsatz wir hier spielen. Ja, wieso nicht? Was habe ich zu verlieren, außer meine eine Suppe? Wahrscheinlich verliere ich die Suppe. Bei meinem Glück habe ich gleich keine Suppe mehr. Ah doch, guck mal. Du hast versucht, das Rätsel des leuchtenden, schwebenden Würfels zu lösen, doch mit jeder neuen Drehung der Seiten wuchs deine Frustration. Letzten Endes hast du aufgegeben. Der Würfel hat ein entschiedenes Mu von sich gegeben und ist dann in die sternklare Nacht verschwunden. Du hast dich am Kopf gekratzt und gefragt, wie jemand schlau genug sein kann, um dieses Ding zu lösen. Jemand beobachtet uns, Captain. Und wer auch immer es ist, sie tun es regelmäßig. Ja, das sind die Schaben. Die macht ja keinen Kopf, das sind nur die Schaben. Cool, das Buch haben wir nicht. Unsere neuen Freunde, die Gefangenen, haben sich mit dir in Verbindung gesetzt, um dich wissen zu lassen. Ich komme auch an gar kein Handbuch ran, ne? Das könnt ihr vergessen, Leute. Ich habe kein Handbuch. Ich kann den Kommunikator verbessern. Hier, bitte.
Kann ich nicht machen, sorry. Hab ich nicht. Scheiße! Ah, das Buch. Ich will. Oh, dieses dreckige Buch. Improvisation. Leider konnte es zu den Gefangenen das so dringend benötigte Handbuch nicht geben. Dies wird die Reparatur des Schiffs für einige Zeit verzögern, aber noch ist nicht alles verloren. Ich schlage vor, dass du versuchst, irgendein Handbuch aufzutreiben, das du den Gefangenen geben kannst, wenn sie erneut fragen. Sonst werden wir hier womöglich für immer feststecken. Ja, wo soll ich das denn das Handbuch hernehmen? Dude, was soll ich machen? Ich kann es nicht herstellen, es tut mir leid. Also, beim besten Willen. Ich bin jetzt auch noch hungrig wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin hungrig. Hier, bitte. Komm. Ist denn jetzt ein Dreck? Was haben wir hier gerade momentan? Captain, in der Nähe befindet sich ein uraltes Denkmal. Meine Scanner zufolge war diese Stätte früher einmal bewohnt. Ein Teil des Bauwerks scheint schon seit einiger Zeit ausgegraben zu sein. Wer auch immer hier war, ist eilig abgehauen. Sie haben Teile ihrer Ausrüstung zurückgelassen. Ich denke, dass ich dort und unten bei der Ausgrabungsstätte ein paar Werkzeuge erkennen kann. Ich wette, da ist das Buch. Ich wette, das Spiel gibt mir gerade die Möglichkeit, dieses verdammte Buch zu bekommen. Ja, der Kommunikator ist verbessert. Stereo-Kommunikator, cool. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tag 56. Du bist zum Grund der Ausgrabungsstätte vorgestoßen. Es war leicht zu erkennen, was die vorherigen Bewohner verschreckt hat. Am Fuße des Denkmals wartet ein verstörendes Relief, das eine fliegende Kreatur aus Pasta und Fleischbällchen gezeigt hat. Das Spaghetti-Monster. Wie schrecklich. Die Erinnerung an diese Abscheulichkeit wird dich noch lange begleiten. Und leider gab es bei der Stätte nichts zum Wert. Du bist über ein Hilfsmittel zum Graben mit außerirdischen Ursprüngen gestoßen, hast aber entschieden, dass deine treue Schaufel ihre Arbeit gut gemacht hat, um nicht ersetzt zu werden. Das heißt, hier hätten wir eine Schaufel bekommen. Aber mehr auch nicht. Habe ich nicht irgendwas auseinandergebaut? Ey, den Kommunikator kann ich. Ja. Nehmen wir den Kommunikator auseinander. Und dann nehmen wir den Erste-Hilfe-Kasten. Ne, den Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir nicht auseinander. Könnten nicht versuchen, hier irgendwie was zu reißen. Indem ich den hier auseinanderbaue, dann kriege ich 30 Geröll, kann daraus andere Gegenstände herstellen und daraus auch wieder die Mineralien rausziehen. Wir müssen einfach versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Meine Sensoren berichten von einem uralten Gebäude in nächster Nähe, das vollständig von der umliegenden Landschaft verborgen liegt. Die Vorderseite ähnelt einem gähnenden Gesicht. Es ist ein Tempel, ein geheimer sogar. Darin könnte ein Schatz warten. Auf welche Weise möchtest du den Tempel erkunden? Mit Stärke. Intelligenz habe ich gar nichts. Alter Schwede, nicht mal ein Strich. Gut, Freunde. Das war's für heute. Wir haben jetzt schon zwei Folgen überlebt. Mit der Leiche neben uns. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Ich versuche echt noch alles rauszuholen. Wir werden jetzt Teile bauen ohne Ende, um irgendwie zu überleben und Essen herzustellen. Und dann gucken wir, wie es ausgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.